Moin, ich bin Gambitspieler und ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play Schach. Diesmal wieder eine Partie von der Schacharena, die ich live kommentiere. Und ich habe wieder das Glück, ich wähle immer Zufallpartie, Zufallsfarbe, aber ich kriege irgendwie immer schwarz. Mal gucken. Ich hoffe mal, dass ich ein bisschen besser spielen als in der letzten Partie gegen Troll. Ah, jetzt komme ich zum. Aber ich komme zumindest in mein Spielniveau, was ich gerne mag. Wolgagambit. Zumindest versuche ich's. Na gut. Hätte ich mir auch denken können, dass es nicht annimmt. Schade. Na gut, da muss ich mit leben. Ach, er nimmt sie. Er geht wirklich nicht vorbei. Das ist nicht schön. Das kenne ich doch dann nicht. Besonders diesen blöden Aufbau. Den hasse ich wie die Pest. Ja, komm. Gut, Springer C6. Das ist jetzt. Hat eine Ähnlichkeit mit Sizilianis. Es muss nur noch E4 kommen. Hätten wir nicht Sizilianer. Ja. Jetzt, das war wie, glaube ich, so ein Grund, warum ich Englisch. Warum ich Wolfgang ablehnen wollte. Scheiße. Oh, und das ein Blödsinn. Geht der wirklich? Also ich überlege mal, ich glaube, der geht hier. Dame B6. Wenn er hier den Turm nimmt, gehe ich einfach. Dame B2 drohe ich jetzt. Ich habe eigentlich nichts damit gewonnen, oder? Nö. Das war eigentlich Schwachsinn. Das war so gesehen einfach nur ein schlechter Zug von mir. Man sollte einfach nicht Schach spielen, wenn man K.O. ist. Oberste Weisheit, nicht spielen, wenn man K.O. ist. Das ist natürlich jetzt super böse. Ja gut, einverstanden. Eingesehen, dass Springer B5 ekelhaft ist. Aber gut, wir haben ja ein paar Tempis. Ich rück mit dir, Springer. Jetzt tausche ich diesen blöden Springer ab. Dann wollen wir endlich mal den B5. B7 Bauern entfesseln. Dein Läufer nervte. Der Läufer steht auch ideal dafür. Ich glaube, ja. Na gut, gegen B5 kann er jetzt nur noch A4 spielen. Oder. Hä? Was hat er davon? Was hast du davon? Ich weiß es nicht. Ach. Genau das Tempo, was er brauchte. Gut, das ist natürlich die Idee. Das Läufer steht natürlich auf F4 dann günstiger. Es kommt wahrscheinlich C5. Wie gesagt. Ich gebe zu, Springer E7, E8 sieht komisch aus. Ja, mit Isolani spielen. Na gut, ich spiele mit Isolani. Das bin ich ja gewohnt, Isolani zu spielen. So, ich befrag mal den Bauern auf E2. Abtausch auf Läufer schlägt C3 und dann kriege ich E2. Das wird er wahrscheinlich nicht zulassen, das war klar. So. Was will ich denn machen? Ich spiele jetzt erstmal B5. Dann decken wir den Läufer. Ich habe das Läuferpaar, trotzdem habe ich das Gefühl, ich stehe scheiße. Oder bilde ich mir das nur ein? Springer Turm D8, dann jetzt kommt. Was kommt denn jetzt noch? Wie kann er den Druck auf den Bauern noch erhöhen? Der Springer ist natürlich ekelhaft. Na, das geht. Ich glaube, das geht nicht. Jetzt kriege ich den Druck weg.
dann haben wir eventuell ein Remis. Bye bye, Springer. Na gut, ich muss ihn nehmen und jetzt sieht es wirklich sehr Remis. Jetzt sieht es wirklich sehr doll nach Remis aus. Und gleichfarbige Läufe, aber ich habe neulich erst mitgekriegt, dass ungleichfarbige Läufe nicht immer Remis sind. Leider. So, König aktivieren ins Endspiel. Ich hoffe, diesmal spiele ich das Endspiel besser. Ich wünsche mir jetzt einfach nur ein. So, das ist doch gut, der König Block. Geht da vor. Oh. Guten Morgen. Das war ja richtig genial gespielt. Das habe ich gar nicht gesehen. Naja gut, hat er halt einen Dau. Hat er halt einen Freibauern. Soll er ihn haben? Dann hat er ihn. Decken wir den Bauern und gleichzeitig drohen wir den Läufer zu schlagen. Hä? Ja gut, danke. Entweder hat er jetzt einen Superzug, den ich übersehen habe. Oder. Oh, meine Zeit. Oh, ich habe ja richtig Zeitvorteil. Und jetzt kriege ich sogar. Nein, kriege ich nicht. Ach man. Das war wieder mal genial. Aber ich rette die Stellung noch. Na gut, ich will mal nicht fies sein. Ich biet mal Remis an. Will er nicht? Na gut. Dann muss ich halt gewinnen. Na gut, das ist witzig. Und gleichfarbige Läufer, ist mal. Obwohl, seine Bauern sind alle auf schwarz. Ja, ja, zu spät gedacht, oder? Ja, jetzt müsste man wirklich die Zeit ablaufen. Na gut, das war die Partie. Euer Gambit-Spieler.